Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test von mir, eurem LP Nirox. Und diesmal wird es sein, das Spiel Vindictus. Vindictus ist ein MMORPG der etwas anderen Art. Und ich denke mal, ich werde euch jetzt einfach mal zeigen, worum es hier geht. Wir starten das Spiel, ich gebe meine Daten ein. So, okay. Verbinde zum Server, ja, ist ja egal. So, ich habe gestern Abend mit einem Kumpel das Spiel angefangen zu spielen. Der hat mir es halt gezeigt und ich war begeistert. Vom ersten Augenblick an, ich guck da so hin, boah, was ist das für eine geile Sache, ey. So, dann haben wir bis Level 7 gespielt und naja, dann den Rest erzähle ich euch besser nicht. Okay, dann mache ich mir einfach mal einen neuen Charakter. Und zwar hätten wir da... Lan ist ein Kriegercharakter, der Waffen beidhändig einsetzt. Er eignet sich für Spieler, die ein dynamisches Actionspielerlebnis suchen. Lan attackiert Feinde schnell und gnadenlos. Angriffen weicht er mühelos aus, selbst mehreren hintereinander. Und er trifft mehrere Ziele auf einmal. Dank seiner Fertigkeiten weicht er Angriffen auch am Boden liegend aus. Und er trifft auch aus der Ferne. Er setzt anfangs Zwillingsschwerter ein, kann aber durch sein hohes Angriffstempo auch mit Zwillingsspeeren umgehen. Okay. Lan ist ein Kriegercharakter. So viel zu Lan. Dann hätten wir... Fiona ist ein ausgeglichener Kriegercharakter, die eine Einhandwaffe und ein Schild verwendet. Sie eignet sich für Spieler mit fortgeschrittener Erfahrung in Actionspielen. Sie ist zwar schwerer zu steuern, bietet aber ein ansprechenderes Kampferlebnis. Fionas Angriffsradius wächst mit ihren Angriffen. Und sie beherrscht einen mächtigen Gegenangriff, der bei verwundbaren Gegnern von Nutzen ist. Sie ist zudem stark in der Verteidigung. Fiona beherrscht auch einen langsamen, aber mächtigen Schmetterangriff. Fiona ist ein Ja, das zu den beiden Charakteren, die man in dieser Beta bis jetzt erst verwenden kann. Dann hätten wir dann nach der Beta, beziehungsweise wenn das Spiel rauskommt, das müsste jetzt irgendwann im Oktober sein, ich kann ja gleich nochmal kurz gucken. Auf jeden Fall hätten wir da so eine Art Barbar, schätze ich mal, der ist hier hinten so, steht da so rum, sieht auf jeden Fall danach aus. Dann haben wir hier hinten einen Bogenschützen, der im Moment aber auch noch nicht spielbar ist. Und die Magierin, die, wie ihr seht, scheinbar mit einer Sense zu kämpfen scheint. Na gut, ich werde mal eben gucken, wann denn die Beta zu Ende ist und wann das Spiel richtig released wird. Einen kleinen Moment bitte. Okay, tut mir leid, ich finde nichts wirklich zu dem tatsächlichen Release-Datum. Ich kann nur so viel sagen, dass ich wirklich davon ausgehe, dass es jetzt im Oktober komplett rauskommt, weil es steht viertes Quartal und Oktober, November, schätze ich mal so in dem Dreh müsste es sein. So, wir werden in dem letzten Test einfach mal den Land spielen. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem Intro, gleich, wenn der Ladescreen vorbei ist. Hey, hey, hey. Okay. Reißt euch zusammen! Ist umstellt. Ballisten bereit machen! Mörser! Schwertkämpfer! Los! Mörser! Der klettert auf den Glockenturm! Ballisten laden! Hauptmann, der Turm stürzt ein, wenn wir jetzt feuern! Bereit machen! Das macht nichts! Stopp! Halt! Stopp! Feuer, Feuer, einstellen! Stopp! Tief, das ist gefährlich! Aus dem Weg! Tief, was soll der Unfug? Aiden, gib mir bitte etwas Zeit! Er ist doch sonst nicht so boshaft! Ich rede mit ihm.
Hier geht's um Menschenleben. Er ist jetzt ein Feind dieser Stadt. Er ist nur ein Monster. Beiseite! Aber... Wir regeln das. Ballisten nachladen! 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 Orakel, uns bleibt nicht viel Zeit. Nein, vertraust du mir nicht? Ich muss da hoch. Er hat Angst. Angst um sein Leben. Ich kann ihn hören. In Ordnung, aber ich komme mit. Merrick, folge uns mit ein paar Männern. Ja, Sir! Folgt dem Hauptmann! Ja, Sir! Nicht bewegen. Ein formorisches Symbol. Was hat das hier zu suchen? So, alles klar, das werden wir natürlich sofort tun. Aber zuerst müssen wir natürlich auswählen, welchen Steuerungsmodus wir benutzen. Und zwar hätten wir dann den Mausmodus, wo wir mit dem WASD die Tasten laufen und der Maus uns umsehen und angreifen und so weiter. Ja, dann gibt es dann noch den Tastaturmodus, der, finde ich, etwas unvorteilhaft ist, weil man mit der rechten Hand die Charaktersteuerung macht, also mit den Pfeiltasten läuft. Und mit WASD die Ansicht dreht und was auch immer. Es ist halt, finde ich, nicht so toll. Deswegen machen wir mit der Maus. Allerdings füge ich hier noch hinzu, wir können das Ganze auch mit Controller spielen. Allerdings müssen wir da auch ab und zu mal zur Maus greifen, wenn wir zum Beispiel irgendwelche Quests bestätigen wollen oder ähnliches. Also mit Controller kann man halt nur laufen und angreifen und ausweichen und springen und was man nicht noch alles kann. Naja, wir benutzen fürs erste Mal die Maus mit Tastatur und legen doch dann im Prinzip gleich mal los. Ruck. Na gut, wir betteln uns jetzt durch die Gegner. Auch wenn es gerade ein bisschen ruckt, das liegt daran, dass ich das gerade aufnehme und mein Laptop nicht mehr so auf dem besten Stand ist, was die neueste Technik angeht, aber naja, er ist ja jetzt schon fast ein Jahr alt, also deswegen mache ich mir da gar keine Sorgen. Eure Rechner werden das auf jeden Fall packen, meiner auch. Nur halt die Aufnahme zieht halt schon einiges an Leistung. Egal. Irgendwas wollte ich noch sagen. Allerdings, ja gut, okay. Auf der rechten Seite seht ihr meine Kombozahl. Je mehr ich treffe, desto mehr Schaden mache ich auch. Beim 28er Kombo ist es halt so, dass ich, weiß nicht, 120% Schaden mache oder so. Naja, das wird dann aber auch immer angezeigt bei der Gelegenheit dann. So, genau, jetzt wird gerade erklärt, dass oben so eine grüne Leiste ist. Und diese grüne Leiste sagt uns, wie viel Ausdauer wir noch haben. Das heißt, wie viele Angriffe wir ausführen können hintereinander, ohne dabei außer Puste zu kommen. Na gut, wir bitten uns jetzt hier mal weiter durch die Gegner, was aber wirklich schon voll spaßig ist. Und ich hoffe, die Soundeinstellungen passen so. Müssten sie aber eigentlich. Ja, wir gehen jetzt zur nächsten Ebene. Genau, zur dritten Ebene sollen wir gehen. Oben links stehen ja die Ziele. Wenn ihr da mal guckt, also da oben besiege alle Monster und gehe mit Tiefe zur vierten Ebene. Alles klar, das werden wir wohl hinkriegen. Ein nettes Feature zeige ich euch dann gleich noch, wenn ich diese Welle hier besiegt habe an Gegnern. Und wie ihr wahrscheinlich an meinen Mausklicks hört, wird angegriffen einfach mit Klicken. Ganz normal, wie in jedem normalen
Rollenspiel wie, sagen wir mal, Gothic oder so auch. So, pass mal auf. Wir können nämlich mit den Kadavern von den Leuten hier, die können wir mit uns rumschleppen und dann durch die Gegend werfen. Und damit auch Schaden machen oder Gegenstände zerstören, was auch immer. Man kann mit dem Großteil der Umgebung interagieren bzw. zerstören. Das ist halt einfach eine geniale Engine für ein kostenloses MMORPG. Das ist wirklich nice. So, Tiefe. Warum wurdest du jetzt irgendwie so da getroffen? Bist du blöd? Okay, jetzt ist das auch schon, dass wir jemanden tragen müssen. Also wir nehmen jetzt Tiefe auf und gehen zur nächsten Ebene. Zu vierten wäre das dann. Mit der Taste E ist es so, dass wir jemanden aufnehmen und auch wieder wegschmeißen oder ablegen. Naja, so ungefähr ist das so. Wir müssen jetzt hier außenrum lang. Sieht man auch auf der Karte hier oben. Das Rote müssten eigentlich logischerweise die Gegner sein. Aber da will ich mich jetzt nicht ganz so festlegen. Ihr seht dabei, die Gegner hier werden jetzt nämlich zum Beispiel gerade gar nicht auf der Karte angezeigt. So, wir kicken die hier einfach mal runter. Haha, tschüss. So, legen mal kurz. Ich würde jetzt gerne mal tiefer ablegen. Ach, kann ich gerade nicht. Das ist ja blöd. Egal. Das kann ich auch später noch zeigen, was ich euch jetzt gerade erst zeigen wollte. Aber, naja. So. So, zwei Tritte, dann sind die Viecher erledigt. Die schmeißen wir runter. Sehr gut. Und so kommen wir dann doch auch schon weiter. Zerstören hier noch ein paar Sachen. Brechen den Besen durch. Ja, es ist schon ziemlich geil gemacht. Die Engine ist wirklich echt nice. Okay. Boah, da ist das Monster. Die ekelhafte Riesenspinne. Bäh. Es ist alles in Ordnung. Alles ist gut. Ist schon gut. Warum der Angriff? Sagt schon. Was machte euch Angst? Wer tat was? Wer? Okay, wie es aussieht, wurde die Spinne manipuliert. Also, sie ist nicht mehr Meister ihres eigenen Willens. So, wenn wir jetzt mit linker Maustaste und rechter Maustaste etwas kombinieren, also sagen wir mal, auf der rechten Maustaste ist ein Angriff, auf der linken ist ein Angriff, und da kann man halt schon ziemlich geile Kombos machen. So, jetzt müsste gleich auch irgendwo dann auftauchen. Da, auf der rechten Seite stand jetzt gerade alles Schaden mal 125%. Das heißt, dass wir, je mehr Kombos wir haben, auch mehr Schaden machen. Das ist ein echt geiles Feature. So, 110% Schaden für cool. Und das, diese 10% machen sich echt bemerkbar. So, jetzt sind wir bei 150% schon. Ballistenangriffe, oh mein Gott. So, guck mal, im Kopf hat das Vieh jetzt so einen Ballistenpfeil oder was auch immer. Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, vielleicht Bolzen oder so. In sich. So, da oben stand gerade Danger. Wenn da Danger steht, dann ist der Gegner im Begriff anzugreifen. Das heißt, damit können wir uns schon darauf vorbereiten, auszuweichen. Das ist auch echt nice. So. Na, es ist halt sehr actionreich, das Spiel. Hört ihr wahrscheinlich auch in meinem Klicke, weil mein Headset ja glücklicherweise alles aufnimmt, was in meiner Umgebung ist. Deswegen muss ich auch jedes Mal das Fenster zumachen, nicht, dass da irgendwelche Motorräder draußen langfahren und dann meine Aufnahme prinzipiell stört. So, eben gerade war das Problem, dass meine Ausdauerleiste am Ende war. Deswegen konnte ich nicht mehr angreifen und musste mich erstmal wieder ein bisschen regenerieren, sozusagen. So, jetzt kommt eine interaktive Kamerasequenz. Wir können nämlich jetzt keinen Schaden mehr machen, aber es krabbelt da hoch und wir können halt aus jedem Winkel sehen, wie das wieder hochkrabbelt. Das ist schon echt nice gemacht. Ich sag immer, das ist echt nice gemacht.
das ganze Spiel ist echt nice gemacht. Das brauche ich eigentlich gar nicht mehr zu erwähnen. Das kann ja auch jeder für sich selbst entscheiden, wenn er das Let's Test sieht. Das, was jetzt passiert, ist echt gemein. Bah! Alter. Das arme Vieh. Aber es kommt noch härter. Tam! Au! Au! Naja gut, es ist eine Spinne. Sie hat es nicht anders verdient. Aber ich kann ihr sogar noch Schaden machen, sozusagen. Wird zwar nicht mehr angezeigt, aber es geht. Nexon. Nexon. Okay, so viel dann dazu. Ich dachte, ich lasse euch einfach mal ein bisschen in Ruhe diese richtig geile Musik hören und so weiter. So, jetzt geht's erstmal ans Eingemachte. Du bist aufgewacht. Gestern beim Glockenturm. Tiefe dreht sich weg. In ihren Augen stehen Tränen. Ich hatte noch nicht die Gelegenheit, dir zu danken.
dir habe ich es zu verdanken, dass ich noch lebe. Und dennoch wünsche ich mir... Tiefe schüttelt sacht den Kopf. Vergiss es! Bitte sag mir, wie heißt du? Ja, okay. Das sage ich dir gleich, sobald ich meinen Charakter erstellt habe. Es ist hier wie bei Diablo und Diablo 2. Die Geschlechter sind von den Klassen vorgegeben. Das heißt, hätte ich Fiona gewählt, also die Verteidigende, also mit dem Schwert und dem Schild, dann hätte ich hundertprozentig eine Frau gespielt. So, dadurch aber, dass ich den Man spiele, spiele ich einen männlichen Charakter. Okay. So, wir haben hier verschiedene Gesichtsausdrücke für die Trottel und so. Wir nehmen einfach mal den freundlichen. Verschiedene Posen haben wir auch. Ach hier, das ist doch geil. Okay. Machen wir einfach mal so. Dann verschiedene Outfits. Wie die Charaktere später beispielsweise aussehen könnten. Oh, Entschuldigung. So. Dann mal das noch. Und das Outfit. Und wow, das sieht aber nice aus. Und das vierte noch. Dann zeigen wir mal den Helm an. Wow, geil. Ey, ich bin sonst nie ein Freund von Helmen, aber... Alter. Ja, Mann. Ist gut. Heftigster Scheiß. Geil, Mann. Richtig geil. Okay. Ja, wir haben jetzt hier ein paar verschiedene Frisuren zur Auswahl. Welche nehmen wir denn da am besten? Die nicht. Die auch nicht. Irgendwie sehen die alle scheiße aus. Bei Fiona waren noch wesentlich coolere bei. Und entweder die oder die. Ich entscheide mich für die. So, dann werden wir uns mal ganz groß machen. Mal gucken, ob mein Name verfügbar ist. Ja, Mann, geil, richtig geil. Oh, ich liebe das. Okay, dann, achso, genau, die Haarfarbe können wir auch noch verändern. Die Länge ist derzeit nicht verfügbar, okay. Wir können uns weiße Haare machen. Blonde, schwarze, also jetzt quasi so bläuliche, sieht mir so aus. Ja, doch. Dann solche, 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 solche und solche. So, die mit dem Stern können wir nur auswählen, wenn wir schon gespielt haben und die dann im Cash Shop oder was es da geben wird, kaufen oder so. Aber ich werde mal diese dunklen dunkelblauen Haare machen. Das sieht eigentlich ganz okay aus. Und dann können wir die Haut und die Augen noch verändern. Nicht so ganz so weiß. Oh, wenn das jetzt mal wieder weggehen würde, das wäre ganz geil. Oh ja, Frisuren, die mit einem Stern markiert sind, ist mir doch egal. So. Ja, wir haben hier halt einiges an Hautfarbeauswahlmöglichkeiten. Das sieht eigentlich ganz okay aus. Yep. Hauttextur. Machen wir mal so, dass er nicht so glänzt, weil das ist nämlich ein bisschen eklig. Wie ich finde. Dann die Augenbrauen würde ich auch noch gerne ändern. Die Farbe der Augenbrauen sollte eigentlich die gleiche der Haare haben. Nehmen wir die. So, andere Augenbrauen. Nicht so komisch, eklig, buschige, weil... Nee. Hm. Die sind eigentlich ganz okay. So, dann die Augenfarbe. Machen wir einfach mal... So, ja, so ist okay. So ist ganz cool. Gut, dann hätten wir auch soweit alles Mögliche, alles, was wir machen können, schon eingestellt. Nach links oder nach rechts blicken? Ach so, kann er seinen Kopf drehen? Verdammt nochmal, nicht schlecht. Okay, dann lasse ich ihn vielleicht doch böse gucken. Traurig oder normal. Nein, nein, er guckt böse. Böse ist in Ordnung. So. Alles klar. Wo ist denn jetzt hier fertig machen? Prüfen. Der Name ist verfügbar. Ja, okay. Ach so, das kann man jetzt hier gerade nicht sehen, weil ich eine Auflösung benutze, die normalerweise nicht benutzt wird. Hier unten ist auch fortfahren oder erstellen oder so. Da unten rechts in der Ecke. Seht ihr jetzt vielleicht nicht? Ich auch nicht. Aber egal. Ja, den gewählten Charakter bitte erstellen. Tiefe ergreift deine Hand und schaut dir aufrichtig in die Augen. Nyrox, danke für gestern.
Tiefe lässt deine Hand sinken. Ich wünschte nur, ich hätte ihn auch retten können. Du fragst, wen sie meint. Sie schaut dich verwundert an. Nun, die Spinne natürlich. Wen sonst? Tiefe geht zum Fenster und schaut hinaus. Es war nicht seine Absicht, weißt du? Er ist normalerweise nicht so, aber er hatte Angst. Etwas Böses ergreift Besitz vom Land. Ich verstehe es noch nicht ganz. Dennoch denke ich, dass ich es sollte. Tiefe wendet sich vom Fenster ab. Ach ja, stimmt. Man fragt nach dir, beim Söldner-Außenposten. Ich habe ebenfalls etwas zu erledigen. Die Bewohner müssen verunsichert sein, wegen gestern. Ich muss sie beruhigen. Suche Merrick am Söldner-Außenposten auf. Er ist ein Unterkapitän oder Assistenzleiter oder ein Veteran oder... Tiefe sieht überfordert aus, als sie versucht, sich zu erinnern. Wie dem auch sei, er ist ein Mitglied der blutroten Klingensöldner. Bitte suche ihn auf. Tiefe beginnt ihre Sachen zu sammeln, dreht sich aber dann zu dir um. Nyrox, was auch immer passiert, pass auf dich auf, bitte. Okay, das werden wir tun. Wir gehen in die Stadt und betreten das Spiel mit dem ausgewählten Charakter. Ja, okay. Ich schätze mal, dass ich jetzt die Aufnahme hier gleich mal kurz unterbrechen werde. Und es dann in der nächsten Aufnahme Neues gibt. Also mehr gibt sozusagen. So, das ist die Stadt Colhen. Da sehen wir auch schon die ganzen anderen Charaktere, Leute, die hier auch mitspielen. Sind jetzt alle noch in Roben, weil die Rüstung von denen alles geladen werden muss. Also, das dauert aber irgendwie noch Ewigkeiten. Das ist das halt so. Da wird es jetzt bei dem einen zum Beispiel langsam geladen. Und ja, dauert halt alles ein bisschen. Okay, Leute, an dieser Stelle werde ich das, denke ich mal, erstmal kurz beenden. Wir sehen uns dann beim nächsten Part, Aufnahme, wie auch immer. Macht's gut, Leute. Tschüss.